Also, die Kern ist aus, die müssen trocknen. Eigentlich wollte ich die in unter einer Stunde fertig craften, aber ja, jetzt haben wir eine Stunde 20, 30, die Farbe innen trocknet, die eigentlich nicht notwendig ist, da das eh rostfreier Stahl ist und das innen für Style ist, aber naja. Geh jetzt was essen und komm wieder, wenn die trocken sind und mach sie fertig. Und dann Fingerschilde in unter 2 Stunden, theoretisch. So, noch ganz kurz das Lederband hier festgenietet und an dieser Stelle. Hier habe ich noch Platz für eine Schnur gelassen und dann sind die Fingerschilde auch schon fertig. So, nach knapp 2 Stunden sind die Fingerschilde fertig. Wie ihr sehen könnt, sind sie groß. Ich hatte erst Angst, dass sie mir etwas groß geraten, jedoch finde ich die Größe eigentlich ziemlich gut, da sie die ganze Faust von vorne bedecken und es erinnert mich gerade an einen kleinen Buckler, hier mal im Vergleich zu meinem Kopf. Ja, diese Schnalle hier verhindert, dass ich im Groben rausfalle, aber was das eigentlich alles sichert, ist diese Lederschnur, die um meine beiden mittleren Finger hier gebunden ist. Damit ist halt gesichert, dass ich das Ding nicht so einfach verliere. Diese Fingerschilde benutzt man sowieso, wenn man ganz klar entweder Fingerlinge hat, gepanzerte Fingerlinge oder wie ich jetzt nur Fingerlinge nur mit Stoff, dass quasi Waffen auf diesen Rondellen auftreffen und die gesamte Wucht auf alle Fingerglieder verteilen und nicht auf einen einzelnen Finger. Und somit ist halt gewährleistet, dass man sich eher weniger die Finger bricht, blaue Flecken holt oder sonst irgendwie verletzt. Alternativ kann man noch die Innenseite auspolstern mit irgendeinem Schaumstoff, der nochmal mehr Wucht wegnimmt, sollte man dort getroffen werden. Ja, also für nur 2 Stunden finde ich das schon mega geil. Die sind jetzt aus 1 mm rostfreiem Edelstahl. Stahlsorte steht in der Beschreibung. Ja, wenn man die aus weicherem Baustahl machen würde, 1 mm wird man noch schneller fertig werden und man könnte sie viel einfacher formen, mit weniger Aufwand. Einmal an einer einhändigen Waffe, das ist jetzt ein Säbel. Ich würde mich ziemlich sicher fühlen, damit zu fechten. Leider verschenke ich diese hier an einen Freund. Demnach werde ich sie nicht testen können im Fechten, aber ich hau einfach mal drauf. Hält alles ab. Also eine Metallstange, wenn ihr so auf eure Finger hauen würdet, hättet ihr jetzt massive Schmerzen. Demnach funktioniert die Rüstung ziemlich gut. Leute fragen, warum ist diese Form nicht so, dass sie nach außen zeigt? Also quasi, warum sind die Fingerschilde nicht so auf den Fingern, sondern eher so? Das hat den Grund, dass hier Schläge besser seitlich abgleiten können. Wäre diese Tropfenform nach oben geöffnet, dann würden sich die Schläge eher darin fangen und man würde darin hängen bleiben, wie es bei Schwebescheiben der Fall ist. Dies wollen wir hier aber nicht, wir wollen, dass Schläge abgleiten von unseren Fingern, deswegen diese Form. So, einhändig Waffen greifen, kein Problem. Schauen wir, wie es mit beiden Händen aussieht. So, wieder meine illegale spitze Axt. Den Schaft greifen, kein Problem. Und wie ihr sehen könnt, wenn ich so vor euch stehe, schaut euch direkt die Metallseite an. Heißt, meine Finger sind sicher hinter der Metallseite gedeckt. Beide. Natürlich gibt es auch durch Rotieren immer eine Chance, die Fingerchen zu treffen, denn einen hundertprozentigen Schutz gibt es hier leider nicht. Dennoch bin ich ziemlich zufrieden, wie das hier gerade aussieht. So, jetzt nochmal das lange Schwert. Das hier ist ein Kunststoffsimulator eines langen Schwertes. Er ist an der Spitze abgebrochen, deswegen ist das eher mittlerweile die Länge eines normalen Schwertes, aber der Griff ist ausgelegt für 2 Hände. Eine Hand, zweite Hand. Und meine größte Angst war, dass ich die hier ein wenig zu groß gemacht habe, wodurch sie aneinander hängen bleiben. Zugegeben, sie sind etwas groß und wenn ich beide Fäuste ganz eng ans Schwert nehme, dann reiben sie schon aneinander. Jedoch, wenn ich meine untere Hand an diesen Knauf lege,
passt es wieder ganz gut von Abstand her. Ein Vorteil, den ich gerade gemerkt habe, das Schwert ist hier vorne abgebrochen, also kann ich das hier sehr gut schwingen, ohne an die Decke hier oben anzustoßen. Und ja, ich würde sagen, Rüstungstest gelungen. Einfache Rüstung in unter 2 Stunden machen. Easy. Wenn ich mehr Platz hätte, würde ich noch mehr Übungen hier drin machen. Dann sehe ich euch beim nächsten Mal. Ciao.